Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich krieg's nie hin. Ist hochgradig schwierig. Das sieht ja nicht nach neuem Song aus. Die sind alle beschäftigt. Die sind so, alle kein neuer Song. Für alle, die sich jetzt gefreut haben, beschwert euch bei Tridi. Tridi hat euch halbe falsche Versprechungen gemacht. So, das geht zurück. So, Holobast schon. Du und deine scheiß Stickers, geh doch arbeiten mit deinen Fuck-Stickers. Die sammle ich beim nächsten Song ein, ey. Okay. Die Stickers eingesammelt? Ich hab Hühnchen Junior dort ertränkt, ey. So. Voll gerne. Stimmt, du hast bis hierhin schon gespielt, ne? Ich bis schon zum fucking gespielt. Arbeitszimmer. Ja, du musst jetzt wieder nach Tron. Nach Trump? Ja. So nennen wir die Welt jetzt. Stimmt, das hast du ja alles schon bereit gemacht, ne? Ich hab das schon alles so bereit gemacht, ja. Ich kann das scheiß Minispiel spielen. Danke dafür, Trudy. Gott sei Dank, ich hasse dieses Minigame. Das ist so heftig auf Level 1. Das ist echt schwer auf Level 1. Autsch, du Fotze! Das ist echt schwer, weil du mit 3 Treffern, glaube ich, tot bist. Und du musst halt auswendig lernen, wo die spawnen. Wo die spawnen. Du siehst... Alter, das sind keine 3 Treffer, der hat dich 2 Treffer und du bist tot. Alter. Wo die spawnen? Bei DDD hat das irgendwie... Nein, hat es genauso wenig Spaß gemacht. Obwohl, ich glaube, ein bisschen mehr. Aber dafür ist die Tron-Welt bei DDD scheiße. Das stimmt. Ich mochte schlimmste Kingdom Hearts-Welt in der ganzen Reihe. Die Tron-Welt bei DDD. Was eine langweilige, unpassende, verfickte Welt. Was ist denn hier los? Ich weiß, die sind heftig. Ich habe das Gefühl, dass die schneller sind als du. Irgendwie ist da was versaut. Die sind niemals so schnell. Die waren immer gleich schnell wie Roxas. Ich habe das Gefühl, dass die hier schneller sind. Achte mal bitte drauf, Alter. Wie soll ich denn da was machen, wenn der Gegner 2-mal schneller ist als ich? Das ist ja richtig fies. Ja gut, du sollst auch nicht alle einfach nur anrempeln, du sollst da... Ja, aber wenn sie um mich herumstehen, muss ich sie ja anrempeln, Alter. Nee, da schon wieder! Der ist doch nicht mal aufgetaucht und schlägt schon zu. Da schon wieder! Ich weiß, was machen die das? Anrempeln. Ich weiß, die spawnen in der Angriffsanimation zum Teil. Das ist zum Teil sehr, sehr unfair. Aber du musst die nicht anrempeln, du musst die hier mit einem Schlüsselschwert bewerfen. Nee, ich rempel die hier an, Alter. Fick das Schlüsselschwert, das benutze ich hier nicht. Bin ich gar nicht gewohnt. Ja, aber die Gegner sind anfällig dagegen. Ist mir egal. Ich benutze das hier so mit den Anrempeln. So kann ich mir viel mehr Luft machen. Kriegst du nicht mehr aus mir raus. Fick das Schlüsselschwert hier, das benutze ich hier nicht. Vor allem, wenn das mal nicht trifft, bist du richtig gefickt. Ja, das Problem ist aber, du bist richtig gefickt, wenn du in... Ist mir egal. Ich mach das hier so. Ich kann nicht mit dem Schlüsselschwert, Tridi. Ich bin dieses Timing nicht gewohnt. Da kannst du dich jetzt auf den Kopf stellen, wenn du das willst. Mach mal bitte. Du weißt aber, dass... Ist mir egal, mach mal bitte. Ich will sehen, wie du dich auf den Kopf stellst. Nee, aber du weißt, dass es Gegner gibt, die deren Attacke Priorität über das Rempeln hat. Das heißt, du stirbst, wenn du in den reinrennst. Das ist mir egal, wenn du das richtig anpasst, dann funktioniert das. Ich muss nur die Spawns kennen. Guck mal, ich wurde nicht einmal getroffen jetzt. Wenn ich die Spawns weiß, das ist eine Timing-Kiste, Digga. Ich bin das Schlüsselschwert nicht gewohnt, weil ich es nie benutze bei diesem Minispiel. Noch nie, werde ich auch nicht. Bei DDD hat man es benutzt, weil das wichtig da ist. Aber gut, da kannst du es auch die ganze Zeit spammen. Das Problem ist halt hier, dass die dich one-hitten oder zumindest 2-hitten. Also dann hast du ja kein Problem. Hier habe ich ja wow, noch mehr, Alter. Also siehst du, was ich meine? Ich kann mit dem Hit mich bewegen und das meine ich mit gewohnt. Hallo? Alter, will der gerade nicht in die Kurve rein? Ich fasse das alles nicht. Ja, hier ist... Ja, das meine ich. Das darf natürlich auch nicht passieren. Ich glaube, wenn du gegen die Hauptwand krass, ist richtig down. Ja, das macht auch gut Damage, wenn du gegen die Wand fährst. Du hast halt wirklich nicht viele Treffer, das ist nicht einfach. Ja, jetzt mach mich doch noch kirre, ich bin noch mittendrin, Alter. Du bist mir gerade keine große Hilfe. Ich sag nur, das hier ist auf Level 1 echt nicht easy. Aber du machst das gut, du kommst gut voran. Boah. Ist jetzt mal vorbei? Ich hab das Gefühl, die Strecke ist gerade länger, ey. Nee, die Strecke ist... Oh, saulang. Die
geschafft. Aber jetzt verstehst du, was ich meine. Ich komme damit besser klar, weil ich das Ding mit zum Ausnehmen benutze. Ich benutze die Attacke zum Ausweichen. Habe ich gerade Ausnehmen gesagt? Zum Ausweichen, Alter. Zum Ausnehmen. So, Abilities. Tron, was hast denn du da? Ich glaube, Tron hat... Oh, Item Boost, Alter, auf jeden Fall. Hast du ihn schon nackig gemacht? Sehr schön. Hast du den auch schon eingestellt? Das glaube ich nämlich nicht. Nein, nix hier, Einzelkämpfer. So, dann speichern wir mal. Nee, ich glaube nicht, dass, falls hier was schief geht, ich nochmal Bock habe, diesen Scheiß nachzumachen. Das verstehe ich, ja. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Das hier ist ein ekelhafter Speicherpunkt. Nämlich deswegen, in jedem anderen Speicherpunkt im ganzen Spiel ist der zweite Eintrag im Speicherpunkt das auf die Weltkarte zurückgehen. Hier, auf dem Speicherpunkt hier in Tron, ist der zweite Eintrag zum Titelbildschirm zurück. Und ja, ich habe dadurch schon den ganzen Minigame-Kram verloren, weil ich hier die Welt verlassen wollte und dann das Spiel beendet habe. Das ist aber nicht sehr toll. Da muss man nochmal drüber reden. Ich muss mich jetzt erstmal an die neuen Sachen gewöhnen, die du hier unserem Zorachen beigebracht hast in der Welt. Boah, Alter, habe ich das Gefühl, dass hier in der Trump-Welt Zora auch grafisch um einiges hübscher aussieht? Sieht danach aus, als ob sie einiges gemacht haben, ja. Alter, ich muss jetzt erstmal hier... Ich wollte gerade sagen, da ist sie. Da funktioniert die der Aufwärtsschlitzer aber besser, ne? Das weißt du, ne? Bei dem Aufwärtsschlitzer musst du die Dingens nicht beenden. Der Sinn der Sache ist, der Sinn der Sache ist... Also ganz unnötig ist der jetzt auch nicht. Pack den mal wieder rein, kannst du ja wieder rausmachen, wenn der dich stört. Ich weiß ja nicht, warum die Schlitzerrolle draußen ist. Weil die scheiße ist. Boah, Tridi, du, ey. Die Kisten hast du ja alle eingegammelt, ne? Bis auf die neuen Screens. Ja, aber hier vorne musstest du ja alles hier. Hier vorne habe ich, müsste ich alles haben. Außer diesen einen Sticker, den du nicht erreichen kannst ohne Gleiter. Oh, ich habe vergessen umzustellen. Das habe ich Potion verschwendet. Ah, wir haben die Kohle ja. Katrin, die alles nachfahren. So, ja, komm, mach hin da. Das sollte ich aber jetzt schon mal. Einstellung, Sora, Potions. Kommt Vita wieder rein. Und hier hatten wir Fleck, ne Quatsch, da hatten wir Eis, hatten wir da. So, perfekt. Nee, also in der Vorhalle meine ich jetzt natürlich, ne? Hast du das hier mit der Datenspeicherung schon gemacht? Nein, hat er noch nicht. Nee, das ist ja auch zweiter Besuch. Du musst da vorher ja nicht her. Und ich habe wieder neuen Zuschauer dazu bekommen. Da hat sich wieder jemand in unsere Privatsession nachts Mitternacht reingeschlichen. Voll heftig, hier reingehackt. Das muss irgendeiner von meiner Freundesliste sein. Hallo an die Person, die auf meiner Freundesliste... Die hört dich doch nicht, du bist doch nicht in Sony angemeldet mit mir. Digga, ich meine hier auch... der sieht das vielleicht ja auch im Stream. Hier könnt ihr übrigens abnormal viel sterben. Hier könnt ihr übrigens abnormal viel Lebensenergie, Erfahrungspunkte farmen, wenn ihr das denn so wollt. Weil ihr den Kampf bis auf die letzte Sekunde ziehen könnt. Ja. Hier ist so eine Stelle, wo, wen benutze ich denn eigentlich? Stitch. Wegen unendlich Magie und Magnet bis zum geht nicht mehr. Weißt du was, wir holen jetzt mal Tridis besten Freund raus. Halt's Maul. Ach, ich kann es nicht wegdrücken, warum nicht? I can do this. Ich hasse dich. Ach, du willst den, das Hühnchen machen? Ole. Also können sie mir wenigstens nicht auf den Sack gehen. Ah, oh, können sie doch. Oh, kannst du doch? Ständig überraschen sie mich. So, gar nicht hier weiter killen. Erstmal vom Netz nehmen. Ihr müsst ja die Cluster füllen. Ey, der ist sich nur am Beschweren da unten. Ey. Geh mal weg da. Du stehst im Weg, mein werter Herr Gegner. Warning.
Aber Alter, ne, so oft wie wir das scheiß Hühnchen jetzt rausgepackt haben, da sollte die Freundesliste doch bald durchgelevelt sein, ne? Ich glaube, ich bin fertig mit der Freundesliste. Die habe ich offscreen gelevelt. Boah, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist der nächste Plasma-Bildschirm. Da. Und Feierabend. Also mit Hühnchen geht auch. Ja, ich hatte noch ein Hühnchen mit dem zu rupfen. Dass der Gag jetzt erst kommt, wa? Ja, nee, Hühnchen funktioniert genauso. Hühnchen ist auch ein Refleck. Trump hat Ability dazu bekommen, was ist es? Ich glaube aber ja, nur... Ja, ein paar hat Scheiß. Er dazu bekommen, Alter. Viele Boost-Sachen. Der gute alte Trump, ey. Ah, nee, doch, hat den guten Stuff bekommen. Vor allem das Limit. Trumps Limit ist richtig heftig. Jetzt sag ich auch schon Trump, hau da rein. Aber das sieht ganz danach aus, als wenn du dich gleich mit dem C rumschlagen kannst im nächsten Part. Ich werde hier das ganze Nervige noch für dich machen, Tridi. Ist doch auch mal was mit einem Endboss zu starten, oder? Digga? Auf jeden. Deswegen, ich werde dir den ganzen nervigen Kram jetzt noch eben ersparen. Ja, hier ist aber auch nicht mehr besonders viel zu machen, ne? Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit haben wir? 10 Minuten. Oh, ich probiere mein Bestes. So, ich muss jetzt hier... Ja, was heißt nicht mehr... Stimmt, der erste Besuch war voll kurz, ne? Im Vergleich zum zweiten, ne? Du musst jetzt nur noch rausgehen und du hast den Bossfight. Aber sagen wir erstmal, das Ding da drin war, glaube ich, ziemlich gut, der Gürtel, ne? Den sollten wir mal anlegen. Der hat, glaube ich... 3 Verteidigungen plus Blitz plus Dunkelheit. Der Gaia-Gürtel, ne? Ja. Er tauschen wir mal nicht aus. War nur plus. So, dann speichern wir den ganzen Spaß nochmal. Dann müssen wir nochmal raus, damit wir wieder reingucken können. Ah, jetzt kommt. Kam jetzt nicht das Zwischending mit. Jetzt kommt das Programm. War das nicht hier, wo du wieder rein und wieder raus musstest? Nö, nee, du musst hier. Dann verwechsel ich das gerade. Das war doch diese eine Stelle, wo du... Ah nee, das hast du ja schon gemacht, weil du hier vorher reingegangen bist. Wo du mit Mickey reden musst. So weit kommst du hier gar nicht. Du machst das ja, nicht. Da stimmt, da ist das schon der Boss. Ja, da ist der Boss. Der Computer, der kommt ja später erst. Und das ist ein geiler Boss. Ich mag den. Der ist richtig cool. Ja, ich denk mal nicht. Oh, Donald, ich hasse dein Leben, ey. Vor allem das Limit von Tron frisst sich so durch dem seine Lebensenergie. Oh ja. So, vom Netz genommen, Bitch. Oh, und jetzt hier. Sehr geil ist, wenn du mit dem Luftmeuchler angreifst und jetzt gleich die Animation nachrückt. Das ist super. Der ist auch ein bisschen gemein, wenn du... Mit seinen Kontern, ne? Wenn er dich aus dem Leben ficken will. Naja, mit Tron müsste Auto selber dahin gehen. Das ist aber auch egal, wenn ihr die von Tron nicht trefft, der Abschluss von der Attacke macht so viel Damage, da ist es scheißegal, ob die anderen treffen. Geht er über den ganzen Raum? Der geht über den ganzen Raum. Boah, hier ist aber ein Chaos, Alter, ne? Das Heftige ist, erstmal guck an, wie die auf den losgehen. Und du kannst halt draufhalten, ne? Während die kleinen Dinger... Halt mich. Nein, okay, dann halte ich mich gleich selber. Das ist genau die Form, die ich nicht haben wollte. Wenn er im Kreis düst... Ach so. Funktioniert auch ziemlich gut, Alter. Natürlich. Weil du ihn halt gut triffst, ne, von weit weg. Soll ich Reflekt einsetzen, oder? Oh, ich Vollidiot! Hat so gut funktioniert und dann lasse ich mich treffen von dem. Dümmste Attacke. Aber ohne Scheiß, die weiße Form hat... Ich bin gerade ein bisschen überrascht, Alter.
Das ist es. Die Attacke hier macht unglaublich viel Damage. Die Gefahr ist hier, wenn er aus seinem Stun rauskommt und du instant davon getroffen wirst, weil du auf ihn am draufprügeln bist. Darum kann der ziemlich heftig sein. Der Boss hier, was ich hier gerne einsetze, ist Genie. Ja, das glaube ich dir, dass der Patsche-Klatsch überhaupt nicht mag, ne? Das hättest du wahrscheinlich genutzt, ne? Genie mag der gar nicht. Na, rufen wir doch gleich unseren Genie. Ja, mehr. Das Ding. Mit welchem willst du dann ran? Mit dem Helden-Genie? Ja, ich würde Helden nehmen. Der ist. Was ich dir noch sagen kann, ist, wenn die ganzen kleinen Kugeln auf ihn losgehen, ist es besser, du bleibst von ihm weg, weil er rennt immer vor dir weg. Das heißt, solange die kleinen Kugeln auf ihn eindreschen, wenn du wegbleibst von ihm, dann haut er nicht ab. Ich kann nicht rufen, noch da geht. Sora! Make some room! Die hat er dich nicht gehalten? Nee, hat er mich nicht. Die Entfernung. Ich wollte gerade auf ihn zugehen, um Patsche Klatsche zu bringen. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob Patsche Klatsche mich sofort zu den Gegner hin katapultiert. Na, jetzt aber. Das ist kein Problem. Zuerst machen wir initialisieren. So, das als erst wird er defragmentiert und dann. Ja, erstmal kriegt der Frickmantetieren. So, das beschleunigen wir jetzt einfach mal. Scheiß drauf, wenn ihr dem immer hinterher. Das ist cool, er wird defragmentiert und am Schluss formatierst du ihn noch. Also ich mach das Rufen jetzt auch sofort, ist mir egal. Bist du formatieren? Wird er komplett wegformatiert. Voll nett. Bin ich da drin gelandet? Ah, ich bin auch in den Dingens. Wobei Waisenform hier auch nicht schlecht ist. Also der Waisengenie. Der Sound ist der beste. Ich glaube, die Waisengenie ist hier fast sogar besser, weil die ganze Zeit am Abhauen ist. Der Sack hat mich auch nicht geheilt. Aber das ist es. Eben, wenn er gestunt ist, macht das halt unglaublich viel Damage. Ah, es geht. Das hat gerade ein bisschen besser gewirkt, als ich in der weißen Form abgeknallt habe vom Weiten. Ja, das sind immer diese Hör auf mich zu schlagen Attacken von den Gegnern. Genau. Die sind dafür da, damit du nicht so ein Spamming betreibst, wie ich es gerade betreibe. Ja, genau, darum geht's. Darum musst du. Ich glaube, der Waisengenie ist hier fast besser. Mit Tomahawk? Aha, mit dem... auf Entfernung geht, meinst du? Weil du halt... Ja, weil der Boss ja immer versucht, wegzurennen. That is the proof. Patsch. Bisschen hinterher rennen muss er, du musst ja hier. Ja, ein bisschen, du musst natürlich die Kugeln einsammeln. Ist Donald, hat er Feierabend gemacht? Donald macht Pause. Ja, Donald ist instant gestorben, habe ich gesehen. Guter Donald, das kann er. Das kann er, Alter. Auf jeden Fall. Na, vielleicht, also schwer ist er nicht. Hätte ich jetzt hier ein paar Potions nochmal mitgenommen, zur Sicherheit wäre das hier alles besser. Ja, schwerer Boss ist es wirklich nicht. Er ist ziemlich einfach eigentlich. Ich mag den halt, ne? Immer schön draufhalten. Das ist auch ein typischer Boss, den du feierst. Das ist ja
vollkommenes Chaos. So. Hiernach werde ich mich da mal in die Form verwandeln. Kann ich damit nämlich meine Lebensenergie wieder retten. Boah, bloß weg. Oh nein! Och, leck mich. Ja, du wirst gegen den Anti. Au! Oh. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem. Ach, leck mich. Fick dich, Alter. Das hätte ich jetzt geschafft. Habe ich noch einen Versuch? Ja, ja, klar. Ein bisschen hast du noch. Das hätte ich jetzt geschafft. Scheiß blöde Anti-Form. Langsam ja, einfach, geht die mir richtig auf den Sack. Die hat ein paar Sachen schon hier versaut in dem LP, ne? Ja. Ein Versuch hast du noch. Okay, dann machen wir noch einen Versuch. Wenn nicht, kümmert sich der Tri der nächste Mal drin. Ist ja kein Problem. Ich finde sowieso, ich habe in dieser Session weiter schnell geschafft. Hast du gut gemacht, ja. Kann sich sehen lassen. Das ist es, aber du hast schon recht. Es läuft echt ziemlich gut, wenn man bedenkt, ne? Wie du gesagt hast, hier in zwei Parts König der Löwen gepackt. Das hätte ein normaler Level-Run sein können von der Geschwindigkeit her. Na, wir ergänzen uns gut, Alter. 60 Jahre lange Erfahrung. Ja, das natürlich auch, ne? Wie der den armen Donald instant wegfickt, guter. Ja, klar. Sobald ich in seine Nähe komme, gibt's erstmal auf die Schnauze. Oh. Und das ist dem, ich bin da, das ist eigentlich auch wieder so einer, da will ich dann lieber auf Abstand gehen, Alter. Es wird ja gesehen, was der macht. Es funktioniert bei vielen Bossen einfach auf Abstand bleiben. Ich ficke alles mal das drin. Bin ich noch schneller vernetzt, Digga. Oh, jetzt versucht er sich zu heilen. So, ich muss hier raus aus der Ecke. Aber ich glaube, das kriegst du noch hin. Das sieht gut aus. Oh, geht weg, Alter. Oh, jetzt macht er Heilung. Ja, wobei du hast mehr abgezogen, als er heilen konnte. Oh, das ist gemein. Spannend hier gerade. Oh, ich werde mir dieses LP anschauen und mir denken, was haben wir getan, Alter? Jetzt weiß ich, warum ich gerade Herzprobleme habe in 5 Jahren. Na, dann kriegst du noch, das sieht gut aus. Ich muss ihn jetzt nur noch vom Netz nehmen, bevor er mich irgendwie trifft. Oh Gott! Fast verdrückt. Oh, Donald ist auch mal wieder wach. Schön, Donald. Ich glaube, du hast ihn, ne? Nein, weg hier, weg hier, weg hier. So, jetzt kommen wir nämlich in die schwierige Phase. Ich habe nämlich nichts mehr. Damit ich ansatzweise... Ich traue mich jetzt nämlich nicht mehr an ihn ran, denn wir wissen, die Gegner reagieren, wenn sie kurz vor Sense sind. Ja, aber du brauchst doch nicht mehr lange, dann kannst du Tron einsetzen. Oh Gott! Oh Gott! Da wurde ich nervös. Oh. Sorry, Trini, ich wollte ja die Gegner echt klasse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den noch packe. Na, das ging doch. Ja, siehst du, das ist gut. Hat aber Laune gemacht, der Kampf. Was ist denn los, ey? Level 1 war für mich mal ein übelster Arschkrampf. Was ist Übung. So, gut. Dann speichere ich das Ganze. Jo. Und dann darf Tridi erstmal, dann wirst du nachleveln.
Beziehungsweise erstmal schön alles auf dem aktuellen grinden. Und im nächsten Part, ich würde dann sagen, wenn ihr die Sachen gemacht hast, erklären wir dann im nächsten Part, was wir gemacht haben. Wir jetzt dumm vorher sagen. Ja, viel ist es sowieso nicht. Und dann, Alter, wir haben die erste Hälfte des Spiels durch. Wir sind im mehr oder weniger, ja. Krass, ey. Applaus für dich, Tridi. Gut, 7 Stunden 48 Minuten. Hoffentlich bleibt ihr weiter dabei. Wir freuen uns über Kommentare und übers Feiern und übers Nörgeln. Alles geil. Da gilt's uns immer glänzend. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Kingdom Hearts 2. Wieder mit Tridi am Steuer. Haut rein. Tschüss.